Ja, servus, ich bin die Monika Gruber. Ich bin eigentlich, was bin ich eigentlich? Gaukler sozusagen. Wurscht. Muttertag naht und da muss man sich natürlich was überlegen, was der Mama macht. Und am allerbesten kann man immer selbstgemachte Sachen noch basteln. Das kann ich nicht, wie mein Leben davon abhängig kann das nicht. Und was ich einigermaßen hinkriege, ist Backen. Ich mache immer Dampfbacken, also ich saufe mir beim Backen, also Prosi, Prosecco, und hinterher, wenn ich fertig bin, hab ich einen Dampf. Also Dampf ist ein großes Wort, vielleicht so der Österreicher würde sagen, ein kleines Damenspitzel. No. Und wenn der Kuchen nichts geworden ist, dann kann man immer noch sagen, no, lustig war's. Insofern hoffe ich, dass auch für euch ein bisschen lustig. Ich trinke jetzt mal was, das ist ja so trockene Post. Und heute machen wir ein Quickie. Ja, ich werde 50, da hat man nicht mehr so viel Zeit im Leben. Und ganz ehrlich, Vorspiel, das ist alles überbewertet, kann ich mir sagen. Das heißt, wir machen einen Apfelkuchen und einen Apfelkuchen, der so schnell geht und den man vor allen Dingen warm essen kann. Im Prinzip kann der Besuch schon auf dem Weg sein und du haust es zusammen und es passt, weil ich finde, der schmeckt am besten, also mir schmeckt er am besten so lauwarm. Mir ist vielleicht ein bisschen Kugel Vanilleeis dazu und auf alle Fälle Sahne. Österreich sagt der Schlagobers. Ich finde, ein Leben ohne Sahne und ohne Schule, Freunde, ist möglich, aber nicht lebenswert. Und auf keinen Fall erstrebenswert. Wurscht, jetzt fangen wir mal an, bevor ich hier groß rede. Ich habe ja meine Backform hergerichtet. Vielleicht kann mir jemand mal einen Tipp geben für eine gescheite Backform, weil jedes Mal kämpfe ich mit dem Scheißding, weil ich nicht weiß, was zusammenbauen soll. Ich fette es, bis mir die Finger rund sind und irgendwo bleibt an dem Scheiß, was ich schon wieder nicht zusammengehört. Das blöde mir jetzt haben wir es. Das schaut so super aus. Meine Mama hat eine Backform, die schaut aus, als ob sie schon 8 Weltkriege überstanden hat und zerkratzt und der Haut und alles fettet da einmal durch und der Kuchen geht zack in einem Mal raus. Das ist eine super duper Form. Schaut spitze aus, ist aber irgendwie ein Graffiff. Wenn jemand einen Tipp hat für eine gescheite, runde Backform, die auch ein Idiot wie ich zusammenbringt und die man nicht, also einfach wirklich so geschichte-geschastemäßig ganz schnell einfetten kann und der Kuchen geht trotzdem ganz schnell raus, dann bin ich für jeden Tipp dankbar. Gut, also jetzt mal fetten. Ich lege die schnell darüber. Und fette die Backform ein. Und zwar ganz, ganz sorgfältig, weil sonst hängt man die Hälfte von dem Scheißdreck wieder in der Form drin. Das will man ja auf gar keinen Fall. Weil ich habe, muss ich dazu sagen, Äpfel gekauft, da sieht man es. Da bin ich schon ein bisschen, da war ich schon zum ersten Mal angefressen halt. Weil man ja die Äpfel, die man eigentlich braucht für einen Apfelkuchen, nämlich einen gescheiten Boskop oder einen Grafensteiner, das kriegst du im Supermarkt nicht. Der ist ja immer derselbe Mist. Braeburn, Granny Smith, Jonagold, das ist aber eigentlich alles zum Backen, so für einen Kuchen oder für einen Apfelstrudel oder auch für Apfelmus passt das alles nicht. Du brauchst eigentlich einen klassischen Boskop. Du musst dann zum Bauernmarkt oder in 3 Supermärkte vorbei, wenn sie es überhaupt haben. Biomärkte haben es oft, nur wenn ich hinkomme, ist meistens alles schon weg, weil natürlich momentan viele Leute gerade zum Muttertag backen und auf dieselbe glorreiche Idee kommen sind wie ich. Jetzt habe ich irgendwas genommen. Das ist jetzt so ein, ich weiß es nicht. Es schaut zumindest ähnlich aus wie ein Boskop. Ich hoffe, dass er schmeckt, aber ich möchte es nicht kurz wieder mehr essen, sondern ich und meine Mama. Jetzt mehlen. Das mache ich auch. Springe mal kurz aus dem Bild und mehle. Schaut gut aus. Ich glaube, ich habe es gut genug eingefettet. So, oder? Also wenn der jetzt heute noch hängen bleibt, dann schmeiße ich ihn mitsamt der Form, schmeiße ich den Garten aus, wird ein Vogel fressen, das Ding. So. Ready? Wenn da noch was hängen bleibt, ehrlich, dann heiße ich ab morgen Renate. Das gibt's doch jetzt nicht mehr. Schalte meinen Ofen ein, es geht jetzt relativ schnell. Schalte ein, Ober-Unterhitze. Ja, 190 Grad mache ich jetzt mal. Rost ist auf der richtigen Stelle, habe meine Form, den stelle ich auf ein leicht feuchtes Tuch. Dann kann man nämlich schneller oder besser, dann bleibt es besser stehen. Nehme 125 Gramm Fett, ich nehme tatsächlich Pflanzenfett. Viele nehmen Butter, das nehme ich nur bei der Weihnachtsbäckerei. Und ansonsten nehme ich eigentlich, man darf es nicht so gleich werden, das Ding, das mit R anfängt und mit A aufhört. Ich finde, das schmeckt am besten. 125 Gramm, genauso viel Zucker. Also 125 Gramm Zucker habe ich. Dann einen, habe ich den schon gekramt? Das ist ja Wahnsinn, ne? Der ist er nicht. Unter die Erdbeere ist er auch nicht. Dann Vanillezucker habe ich, wo habe ich den? So, Vanillezucker. Da steht veganer Vanillezucker. Das ist ja lustig, weil ich dachte, Vanillezucker ist einfach per se vegan. Das ist wie weißer Schimmel oder
realitätsferne Grüne, eine sogenannte Tautologie. Wurscht. Vanillezucker, ja, kann man auch selber machen. Ich mache manchmal selber, wenn ich für irgendwas eine Vanilleschote auskratze oder durch die, die geöffnete Vanilleschote durch einfach in so einen Behälter rein, fülle es mit Zucker auf und dann nimmt der Zucker das Aroma von, dem, von der Vanilleschote an, von der geöffneten, das schmeckt eigentlich ganz gut. Dann nehme ich ja, zwischen 3 und 4 Eier. Also, nehme jetzt einmal. Das sieht ich schon, wie sich die Konsistenz anfühlt. No, was ist mit dir? Und die Kinder. So, schau, Vogelgesang aus dem Kamin. Begleiten zum Kuchenbacken. Hört ihr es? Der sitzt bei mir am Kamin und singt mir immer was vor. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, der ist in der Wohnung. Da sitzt der Dettel am Kamin. Das ist nicht süß. Lief, gell? Privatkonzert für euch. Da drin der Tor, weil die, merkt euch das bitte, tut es früher noch aus dem Kühlschrank, die Pflanzenmargarine, denn wenn jetzt kalt ist, dann, ja, der Ofen ist schneller als ich, habe jetzt das vierte Ei noch rein, viel. So, dann, wir haben gesagt, 125 Gramm Fett, 125 Gramm Zucker, ein Vanillezucker, 3 bis 4 Eier, je nach Größe auch, und 200 Gramm Mehl. Das habe ich schon. Habt ihr schon was vorbereitet? Und ein Teelöffel. Habe ich schon eins aufgerissen. Und ein Biskuitrolle, ja, Teelöffel. Da piept was, macht mich wahnsinnig. Seht ihr, der Feuermelder in der Küchengerät spricht mit mir. Wahrscheinlich die Spülmaschine. Du musst mich enthalten. Du kümmerst dich nicht um mich. Was? Schau her. Wunderbarer Rührteig mit so. Stück von der Vanilleschote. Schaut es mir gut aus. Ich muss unabhängig sein. Gut. So, here we go. Dann gehen wir in diese mistige Form rein, die mistige. So, das dauert jetzt ein bisschen. Wenn die Apfel geschält, den Schäler holen. Schäler und Messer. Wie gesagt, ich bin abgefressen. Das sind nicht die richtigen Äpfel, die ich eigentlich wollte, aber was will man machen? Schauen, bis ich es sauber geschält habe. Okay, dann schneiden wir einfach. Los, vergessen. Trotz Brille. Das ist schön ausschaut, weil das liegt ja oben. Und dann jetzt einfach so, eigentlich von 4 Seiten, einfach so das Kernhaus eben nicht berühren. Das mal ab. Und dann einfach den Apfel, also die Scheibe, die ganze nehmen. Und einfach so
von oben einschneiden und drauflegen. Und jetzt schaut das Ganze so aus. Jetzt habe ich es ins Rohr bei 190 Grad so. Ja, das erste Mal schaue ich so nach einer Viertelstunde rein. 24 Minuten schaue ich rein. Cheers, auf euch. Nachschub, das ist immer so. Geh jetzt nochmal in meinen begehbaren Weinschrank und holen wir noch mal das ein bisschen zum Abfedern, nicht? Nicht wahr? So. So, jetzt habe ich in der Zwischenzeit ein bisschen zusammengerammt und jetzt gibt es meine allerliebste Tätigkeit, Sahneschlang oder Schlagobers, wie die Österreicher sagen. Und jetzt. Heißt ein bisschen warten, vielleicht ein bisschen. Ah, jetzt soll ich die Sahne in der Schüssel raus, schon auf Maschine ausgehen. So, jetzt soll ich die Sahne auf ein Schüsselwasser. Die braucht ja gar nicht so steif sein im Kuchen. Ah, sie hält ja eh nicht lang her. Ach, schau, wie es auch schon. Der Rest ist einfach so raus. Ich liebe Sahne. Mhm. Könnte ich saufen. Ein bisschen Zucker drin. Der graust jetzt manche, gell? Muss immer genug drin lassen. Entschuldigung. Damit ich genug zum Rausschlecken habe. Macht eine schöne Haut. Erster. So, fertig. Ja. Schau, dass du nicht voll, dass ich Traum beherrst. Schau. Wunderbar, oder? Jetzt muss er halt noch rausgehen. Das Drecksding, gell? Schauen wir mal. Jetzt stehe ich ihn da ab und lasse ihn ein bisschen auskühlen. Einen zweiten Rost her, ja, dann muss ich ihn stürzen, das wird spannend, aber er schaut echt schön aus. So, jetzt muss ich immer vorsichtig den Rahmen zu lösen, und da sieht ja schon, ob was hängen bleibt. Nein, es geht. Wunderbar. Aber bevor ich ihn jetzt wirklich so kopfüber da drauf stürze und dann wieder zurück, warte jetzt noch ein bisschen. Also jetzt ist er wirklich schön von der Farbe her eigentlich. Also, aber dunkler darf er fast nicht mehr sein. Das ist so ideal, weil wenn der so richtig braun ist, dann wird der einfach so wahnsinnig trocken und dann mag ich nicht mehr. Das schaut aus, wie wenn das jemand gemacht hat, der davon was versteht, finde ich. Ja. Wahrscheinlich schmeckt er beschissen. So, jetzt kommt der große Moment, Trommelwirbel. Ich versuche, dass der unten. Das wird schnell sein. So. Löst dich bitte. Jetzt ist er natürlich nicht mehr so ganz jungfräulich, aber andererseits wie ist das schon. Gell? Aber du siehst ein bisschen das Muster, das machen wir natürlich gleich. Schau her. Das ist wirklich, der kommt aus dem Rohr raus, dann kannst du eigentlich im Prinzip, lass ihn ein bisschen auskühlen, haust Puderzucker drauf. Ich esse ihn am liebsten warm. Also vielleicht mögen manche keine warmen Äpfel oder so, aber mir macht das gar nichts. Der ist jetzt, schaut mir her, der ist jetzt fertig. Schaut doch eigentlich ganz ordentlich aus. Wir von ihm macht der halbwegs, was dafür versteht. Also ich bin ganz stolz auf ihn, vor allem, dass das rausgekommen ist jetzt. Aber trotzdem, wenn jemand einen guten Tipp hat für Kuchenform, mir beschreibt es am Messer. Und weil er gern warm ist,
hau jetzt da gleich meine Klauen rein und schneide ihn einmal. Oh, ach, der ist fluffig. Yes, ma'am. Na, zwei Spitzerl ist ein Abbrocher. Trampebläder. No. Wurscht, das wird alles mit Sahne zugekleistert. So. Jetzt sind wir eigentlich an der Seite hier. Und ich habe da mal was vorbereitet. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ein kleines Likörchen, Eierlikör. So ein bisschen bloß. Ich finde, das passt so gut zum Aufwickeln und zur Sahne. So, und jetzt? Nein, schaut ein bisschen, gell? Aber, hallo. Ich finde, das ist es wert, dass man davon fett wird, oder? Warmer Apfelkuchen ist. Bin da warm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne auf Instagram oder für weitere Folgen von Dampfbacken mit Moni. Buon appetito. Bis zum nächsten Mal.